Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es dreht sich heute alles um Wallpaper Engine. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ja, nein, vielleicht. Für die Leute, die absolut keine Ahnung haben, was man damit machen kann und wie das Ganze funktioniert, habe ich mir gedacht, ja komm, machst du mal ein Video drüber, erklärst mal ein bisschen was, zeigst vor allem mal ein bisschen was und dann hoffe ich, dass es euch in irgendeiner Weise weiterhilft. Make the streams louder. Wallpaper Engine ist ein Tool oder ein Programm, das man sich bei Steam zum Beispiel kaufen kann. Das ist jetzt auch gerade, wo der Summer Sale aktiv ist, im Angebot. Man sieht schon, das haben wirklich sehr, sehr viele Leute und es ist sehr, sehr gut bewertet. Kann ich auch nur bestätigen, das ist hammer mega gut. Kostet gerade mal 4 Euro tatsächlich. Wir starten das mal. Wir haben das hier, Wallpaper Engine. Was das Ganze kann, ist eigentlich ganz einfach. Das seht ihr nämlich schon hier. Nämlich beliebige Desktop-Hintergrundbilder animiert auf den Desktop bringen. Ja, wir gehen mal rein ins Programm hier. Das Ganze sieht so aus. Zack, boom, bam. Wallpaper Engine. Ja, jetzt seid ihr erstmal komplett verwirrt. Holy shit, was ist das? Das ist ja so eine Art Erstellungsbearbeitungstool, womit man halt alles Mögliche einstellen, verändern, selbst erstellen kann. Ja, und darum geht's bei Wallpaper Engine. Du kannst hier noch einstellen, was für ein, also hier unter Einstellung beim Zahnrad kannst du noch einstellen, wie viele Monitore du hast, auf welchem Monitor das angezeigt werden soll, auf beiden oder nur auf einen oder vielleicht auf allen dreien, wenn man drei Stück hat, wie auch immer, was passieren soll, wenn der Monitor ausgeschaltet wird und so weiter und so fort. Natürlich hier auch die Qualität der Animation, die man denn gerade mal drin hat. Da kann man den FPS-Wert hier festlegen. Ich würde da empfehlen, nicht über 30 zu gehen. Also ich meine, 60 FPS sind gut und schön, sieht bei einigen schnellen Animationen sicherlich auch flüssiger aus als 30, aber kostet eben auch theoretisch die doppelte Leistung eben, ne? Wenn man denn hier noch ein bisschen Kantenglättung drin hat und so weiter, dann wird das auf jeden Fall schon ordentlich bemerkbar, möchte ich mal sagen. Ja, also natürlich auch je nach Grafikkarte. So, wir haben hier drei Kategorien. Einmal die Kategorie installiert hier oben, was wir jetzt gerade so drauf haben. Dann können wir hier entdecken. Ich weiß nicht, wovon er das nimmt. Wahrscheinlich irgendwie von der Webseite von Wallpaper Engine oder sowas. Und dann haben wir hier natürlich den Workshop, das mitunter interessanteste bei dem Ganzen eigentlich. Der Steam Workshop, das nimmt er sich jetzt hier von Steam alles. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal im Programm selbst durch den Workshop zu scrollen, sag ich mal, und sich da die Sachen zu holen oder eben manuell in diesen Workshop zu gehen. Das ist beides das gleiche. Allerdings wird bei Wallpaper ausdrücklich, wie wir hier schon sehen, der Ingame-Browser, sag ich mal, von dem Programm empfohlen und nicht diese Herangehensweise, die wir hier gerade machen. Das heißt, das könnt ihr eigentlich alles schon komplett vergessen. Ja, wenn ihr irgendwas suchen wollt, dann im Programm direkt unter Workshop. Hier habt ihr auch die Sucheingabe und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich sau viele Sachen. Also wenn wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich muss alle reinmachen. Natürlich muss ich alle reinmachen. Jetzt geht's auch mit der Tasse hier, ne? Ja, genau. Auch wenn da keine Tasse kommt, aber egal. Ja, das sehen wir hier. Haben wir viele, viele Sachen, die hier ziemlich cool animiert sind. Wenn ihr davon jetzt was haben wollt, einfach raufklicken, zack, hier abonnieren. Hier oben könnt ihr es noch favorisieren, wenn ihr euch das irgendwie hinterlegen wollt oder merken wollt. Hier könnt ihr es noch positiv bewerten, eine Bewertung dalassen. Drückt ihr auf Abonnieren, das wird runtergeladen. Ja, und dann ist das Ding auch schon drin. Dann drückt ihr hier nochmal OK und dann wird das Ding abgespielt. Wir wollen jetzt aber wissen, wie wir uns was Eigenes erstellen. Denn bis hierhin, das kann jeder, das ist wirklich absolut kein Problem. Wir wollen jetzt wissen, wie wir uns was selber erstellen. Da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Ist jetzt nichts Großartiges. Ich bin jetzt kein Experte hier im Wallpaper erstellen. Ich habe damit heute angefangen, beziehungsweise respektive Gästen. Habe jetzt hier 3 Stunden das Ding mal angetestet und bin der Meinung, dass ich darüber jetzt schon ein bisschen was erzählen kann. Ne, dann haben wir hier Vampire the Masquerade, Bloodlines. Wenn ihr könnt natürlich vorgegebene Bilder, irgendwelche Bilder, die ihr schon wollt, benutzen oder sowas. Ansonsten könnt ihr auch bei Google zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein geiles Himmelbild, sage ich mal, eingeben, benutzen wollt oder erstellen wollt, dann gebt ihr Himmel ein, geht auf Bilder und geht dann hier auf Tools, auf Größe und genau, gebt ihr einen dann 4K oder sowas, so, dann werden euch hier nur sehr hoch aufgelöste
Bilder angezeigt, die natürlich auch gestochen scharf sind und am besten für ja, solche Wallpaper eben geeignet sind. Ne? Also es sieht eben halt einfach besser aus. Für größere Fernsehgeräte zum Beispiel oder sowas auch einfach. Ne? Oder eben hoch aufgelöste Geräte. Guck mal, da können wir uns hier mal was angucken. Zack, gehen wir auf OK, schon hat es übernommen. Bisschen Nebel, bisschen Animation drin. Sieht mega geil aus, auch von den Farben her. Und sowas werden wir jetzt auch machen. Oder zumindest so ähnlich. So, und gehen dann hier oben, ist so ein kleiner Pünübel, da gehen wir ruf. Und dann fragt er uns hier, was für einen Hintergrund wollt ihr bearbeiten oder was für ein Bild generell wollt ihr bearbeiten. Können wir ja jetzt mal Bloodlines reinmachen. Können wir ja auch gleich Bloodlines 2 nennen. Warte mal. Sieht ein bisschen bescheuert aus hier, so. Okay, drücken auf OK. Der lädt das Ganze hoch, beziehungsweise kompiliert das Ganze schon. Hier können wir raus und reinzoomen, uns das ganze Bild im kompletten Ausmaß angucken oder eben sehr, sehr detailliert auch rein scrollen hier. Das ist jetzt ja, so ein Standardwerkzeug zum Bearbeiten zum Ansehen von irgendwelchen Objekten hier halt eben. Denn wir können hier, glaube ich, auch mit 3D-Objekten arbeiten. Wir können jetzt hier auch ein 3D-Objekt einbinden und das dann hier irgendwie über das Bild legen oder so hinter das Bild oder wie auch immer. So ähnlich fast wie so ein Bildbearbeitungsprogramm eigentlich. So, jetzt haben wir hier das Bild, alles gut und schön. Wir sehen, es regnet im Bild. Da können wir doch jetzt einfach mal Regen hinzufügen. Gehen wir hier rauf. Also, ne, habt ihr gesehen? Hier auf Inhalt hinzufügen. Gehen auf, hier haben wir die ganzen Effekte dann, ne, die man alle so nutzen kann. Gehen jetzt mal auf Regenpartikel. So, dann können wir hier gucken, was für einen Regen wollen wir ungefähr haben hier. Das ist auch ziemlich cool hier, glaube ich, ne? Ja, guck mal, da ist das. Seht ihr das? Ist auch ganz fett. Macht er nicht über das ganze Bild, ne? Er ist ein bisschen blöd. Gut, kein Problem. Hier oben habt ihr so die Tools, womit ihr arbeiten könnt. Mit dem Tool hier grabt ihr das. Also damit könnt ihr es dann greifen, hin und her schieben und so weiter. Mit dem Teil hier könnt ihr nochmal die Winkel und sowas alles verändern. Ja, oh, müsste geklappt haben. Okay. So, und hier rechts können wir dann den Effekt, den wir gerade angewandt haben, in dem Fall jetzt den Regen, können wir hier noch separat komplett einstellen, wie dick der sein soll, was für eine Deckkraft, ob der durchsichtig sein soll oder nicht, wie schnell der sein soll, die Größe, wenn wir jetzt mal ganz groß machen, dann sehen wir schon, das ist hier ordentlich am Regnen, ja, das ist ziemlich cool, ey, dass man sowas hier alles, das ist der Hammer, oder? Ich finde das mega. Warte mal, machen wir mal die Größe ein bisschen zurück, aber es kann ruhig so schön auffallen, so, ja, es kann ruhig so bleiben. Lebensdauer, wie lange die Partikel also verweilen sollen, das ist jetzt beim Regen hier, glaube ich, nicht so großartig ein Punkt, aber beim Rauch zum Beispiel, wenn der Rauch länger am Leben bleiben soll, sage ich mal, dann zieht er auch länger seine Schlieren und Streifen und bleibt natürlich auch einfach länger im Bild, ne? So, das war es jetzt mit dem Regen. Jetzt haben wir hier schon mal Regen drin. Passt ja zum Setting. Wir könnten den Regen jetzt auch noch ein bisschen drehen, indem wir hier auf diesen Effekt, ne, ihr habt ja immer die ganzen Effekte, hier ist das Bild und hier ist der Effekt Regen. Können wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen, das Ganze hier im Uhrzeigersinn drehen oder transformieren oder ja, duplizieren, also kopieren und so weiter. Da könnten wir es jetzt noch drehen, machen wir jetzt mal nicht. Inhalt hinzufügen und dann können wir den nächsten Effekt einfach hinzufügen. Haben wir hier einen Mond? Nee, haben wir nicht. Wenn wir jetzt hier oben auf das Kamerasymbol gehen, genau, dann passiert nichts, das meinte ich auch gar nicht. Wenn wir hier oben auf das Zahnrad gehen, dann können wir hier einen Blumeneffekt hinzufügen. Bam! Und das hat schon mal richtig krasse Auswirkungen, wie ihr seht. Na, also damit machen wir das Ganze hier schon ein bisschen ja, realistischer, einfach ein bisschen lebendiger, das ganze Bild. Wir machen mal, was machen wir denn jetzt rein? Sterne? Ja, Sterne, passt das? Naja, Sterne, ja, vielleicht. Nee, ich würde sagen, gutes Gewitter passt, oder? Machen wir mal hier so ein... Na, Funken... Ja, warte mal, Funken? Können wir mal Funken hier reinmachen? Machen wir mal da einen rein, duplizieren das Ganze einfach mal und nehmen uns den gleichen und packen den dann da auch nochmal hin. Zwischen den Angelpunkten. Jetzt haben wir hier und da einmal hier so ein Blitz, sage ich mal. Das ist ganz cool, oder? Blitze wollen wir machen. Okay, machen wir ein paar Blitze hier. Haben wir auch wieder verschiedene Möglichkeiten hier. So ein einzelner Blitz oder ja, ein dauerhafter Blitz oder hier so ein ganz willkürlicher Blitz und den finde ich jetzt auch mal ganz gut. Den nehmen wir jetzt mal. Den können wir jetzt mal hier, wo packen wir ihn hin? Hier oben irgendwo ins Licht rein? Das sieht ein bisschen komisch aus.
Er sollte ja nicht, oder hier, über der Fratze hier. Na, da geht er ein bisschen rein, ne? Der geht rein ins Gesicht, ne? Na, das ist natürlich blöd. Er ist ein bisschen friemeln, ne? Da muss man einfach mal gucken, so, bis man dann zufrieden ist, bis das Ganze auch so halbwegs ins Bild passt. Das sieht jetzt hier aber ganz gut aus. Na, es geht über den Schriftzug, ne? Die Sau. Ja, damit haben wir jetzt auch schon mal Blitze drin hier. Ein bisschen Atmosphäre im Spiel. Man könnte die Blitze jetzt natürlich auch noch langsamer machen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Machen wir die Wiedergabegeschwindigkeit und die Geschwindigkeit einfach ein bisschen runter hier. Ja, noch weiter runter. So oft brauchen wir die Blitze jetzt nicht. Ach, guck mal, jetzt haben wir die Animation selbst auch verlangsamt. Ach ja, das ist ja fett, guck mal. Ah, das sieht ja schon deutlich realistischer aus. Das ist ja cool. So, dann haben wir jetzt schon mal Blitze drin. Ist doch fette Sache, oder? Sieht doch schon mal saugeil aus. Ja, was können wir jetzt hier noch reinmachen? Ich würde immer nicht zu viel reinmachen, weil umso mehr Effekte ihr reinmacht, umso höhere Belastung für das jeweilige System, was das eben nutzen soll. Oder derjenige, der sich euer Theme da eben holt. Umso mehr Performance kostet demjenigen das. Ne? Also klar, er kann ja individuell einstellen, inwieweit das denn abgespielt werden soll. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich würde es jetzt nicht mit 100 Effekten zuballern. Ne? Das muss nicht sein. Weniger ist mehr. Das ist immer so ein bisschen mein Denken dabei. Vielleicht ein bisschen Rauch irgendwie im Hintergrund oder so. Ist auch ganz cool, oder? Oder Lichtstrahl. Naja, Lichtstrahl würde ich jetzt nicht machen. Nebel, ja, vielleicht Nebel. Feuerwerk, ein Feuerwerk im Hintergrund? Passt, glaube ich, nicht so, oder? Na gut, wir können ja beide nehmen. Wir können jetzt hier einmal einen reinmachen. Ah, das sieht ein bisschen blöd aus, ne, wenn das jetzt so... Oder? Vielleicht bei der 2? Bloodlines im Masquerade 2? Oder hier einfach... Warte mal, wir können auch einfach mal zweimal Nebel hier reinmachen. Ist auch ganz cool, oder? Dass der Schriftzug so ein bisschen neblig wirkt. Ja, hier unten können wir jetzt natürlich auch noch irgendwie andere Effekte einfügen. Ich meine, oben haben wir jetzt schon ordentlich was drin. Unten ist jetzt noch nicht so. Ich glaube, wir könnten... Ich würde ja noch gerne so einen Blitz in der Mitte haben, ne? Aber so sieht es ganz gut aus. Oh nein, das geht direkt durch den Kopf durch. Na gut, ist egal. Ne, dann lassen wir das weg. Oder? Lassen wir es weg. Rechts und links, das reicht. So, wir haben jetzt hier das Ding erstellt. Dann gehen wir jetzt hier auf Datei speichern erstmal einfach so. Und können das denn... hier können wir zum Beispiel noch einen Ton... importieren, ne, wenn wir jetzt da noch einen Sound drin haben wollen, keine Ahnung, irgendwie Regen oder Gewittergeräusche würde jetzt hier passen, können wir den Sound hier auch noch reinmachen, das mache ich mal ganz kurz. So, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit einen Soundtrack ausgesucht, der Gewitter- und Regengeräusche beinhaltet. Wenn ihr euch aus dem Internet irgendwas raussucht, beispielsweise bei YouTube oder sowas, immer darauf achten, ja, dass dass das no copyright ist. Ja, also dass das nicht irgendwie urheberrechtsgeschützt ist oder sowas. Urheberrechtsgeschützte Inhalte, meist von Trailern oder Spielen, Spiele-Soundtracks oder so, das ist oftmals urheberrechtsgeschützt und da müsst ihr echt aufpassen mit der Veröffentlichung. Das ist nämlich gegen die Steam AGB. Selbstverständlich, das dürftet ihr dann nicht nutzen, ja. Ich habe jetzt hier was rausgesucht, das ist No Copyright, also hat keinen, ist nicht urheberrechtsgeschützt, kann man frei verwenden. Hört sich so an, kann hier mal ein bisschen lauter machen. Weiß gar nicht, hört ihr überhaupt was? Ne, ihr hört gar nichts, warte. So, jetzt. Sekunde mal. Ich möchte das noch ein bisschen lauter machen. Na gut, dann donnert es halt nicht. Auf jeden Fall solltet ihr jetzt schon irgendwas gehört haben. Ja, und damit ist das fertig. Wir haben Sound drin. Ihr müsst natürlich keinen Sound reinmachen. Das ist einfach der Atmosphäre. Okay, es hat gerade mächtig gedonnert. Holy shit, das habt ihr jetzt nicht gehört. Das ist einfach der Atmosphäre wegen. So, und dann können wir das Ganze jetzt hier veröffentlichen. Zack, bam. Geht hier oben auf Steam, geht auf Veröffentlichung vorbereiten. Hier können wir nochmal die Workshop-Regeln anschauen. Natürlich ganz wichtig, keine pornografischen oder sexistischen oder Nacktheit, ist ganz klar, ne? Darf nicht dargestellt werden. Keine abstoßenden Inhalte oder Brutalität, Gewaltdarstellung, keine Urheberrechtsverletzung. Und natürlich auch keine Werbung und keine irreführenden Vorschaubilder. Einfach ein bisschen gucken, ja? So, und dann geht ihr hier oben auf Steam, Veröffentlichung vorbereiten.
Vampire the Masquerade Bloodlines 2. So, zack. Das mal kurz kopieren, hier nochmal einfügen. So, fügt ihr hier eure Beschreibung dazu. Hier macht ihr noch ein Genre rein, also zum Beispiel in dem Fall jetzt Steam. Steam sage ich schon, ja, man könnte es vielleicht, ja, Game, Spiel. Machen wir mal Game, Spiel rein, zack. Altersbeschränkung, ja, bei dem Bild jetzt alles, alle Altersgruppen. Sichtbarkeit öffentlich, könnt ihr natürlich auch auf nur Freunde machen oder so. Und dann nehmen wir ein Bildschirmfoto auf, ein richtig geiles, zack, machen wir mal, ja, das hat nicht funktioniert, machen wir das so, ja, das sieht gut aus, drücken Enter, bups, so, und dann ist das Bild hier drin und ihr geht auf Veröffentlichen, so, je nach Internet dauert das einige Sekunden und dann ist das ganze Ding auch schon im Steam Workshop drin, das war's im Grunde schon. Wir können das ja gleich noch mit einem zweiten Bild machen. So, hochgeladen, Workshop im Hintergrund anzeigen. Nein, andersrum, Hintergrund im Workshop anzeigen. Ja, so sieht das Workshop-Objekt hier aus. Wir haben auch immer hier so Änderungshinweise, wie oft wir da jetzt irgendwas bearbeitet haben oder so. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, was wir hier schon bearbeitet haben sollen, aber ja, gut. So, dann können wir hier noch Titel, Beschreibung natürlich, das haben wir jetzt schon. Wir können auch Bilder und Videos einfügen, sollten wir auch machen. Vielleicht einfach ein Trailer zum Spiel. So, fügen wir hier mal den Trailer dazu ein. Bups, zack. So, dann können wir hier noch ein Bild reinmachen. Das machen wir auch nochmal. So, ich habe jetzt hier ein Bild vorbereitet. Gehen wir hier auf Datei, zack. Wo ist es? Welches ist das? Ich hatte eins davon bearbeitet. Das hier, zack. Bums, hochladen. So, dann ist das hier auch drin. Und dann können wir auf Speichern und Fortfahren gehen. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, jetzt haben wir hier einen Trailer drin und das Bild dazu. Hier haben wir noch so ein Bild, was man eben als erstes gleich sieht. Hier sehen wir auch, wie groß unser Workshop-Objekt ist. Also je nachdem, was ihr da jetzt für ein Bild nehmt und vor allem für einen Sound noch einbindet. Also gerade so die Audiodateien sind natürlich deutlich größer als die Bilder. Ja, es sei denn, ihr nehmt jetzt irgendwie ein 8K-Bild oder so. Das ist aber auch Blödsinn, das braucht kein Mensch. Ja, ja, und dann können wir hier noch zum Schluss die Links bearbeiten und hier eben noch Links hinzufügen, ne? Im besten Fall natürlich die von dem Spiel selbst, ja. Also das heißt, wenn das Spiel irgendwo auf Facebook vertrieben ist oder dort irgendwo eine Seite hat oder bei Twitter, YouTube und so, eben die Links, die offiziellen Links bitte auch dann dort einfügen. Ihr könnt natürlich auch irgendwie willkürliche Links da einfügen, aber es sollte schon alles ein bisschen dazugehören. So, zack, gehen auf Aktualisieren, bums. Und dann haben wir hier unten jetzt auch die Links dazu eingebunden. Ich habe jetzt hier bei YouTube natürlich mal meinen YouTube-Kanal angegeben, wenn da einer drauf stößt. Ich glaube, die Links finden jetzt sowieso nicht großartig viel Beachtung bei der ganzen Sache. Ja, und damit haben wir unser Workshop-Inhalt erstellt. Wir können auch nochmal ein zweites machen. Das machen wir jetzt nochmal ein bisschen im Schnellformat. Machen die Wallpaper Engine wieder auf. Ja. Machen das Tool wieder auf. Hauen dann da unsere Bilddatei rein. Ja, was nehmen wir denn jetzt mal? Feuer, Frostpunk. Ja, Frostpunk. Frostpunk ist echt geil, ne? Nimm mal Frostpunk. Machen wir jetzt Frostpunk hier rein. Zack. Frostpunk. Benennen das Ganze um. Okay, als erstes könnt ihr ja wieder gleich Blumen reinmachen, weil das könnt ihr eigentlich immer reinmachen. Also es sieht echt, also man sieht ja schon, gerade wenn so Flammen, Feuer, irgendwelche Lichteffekte und das ist halt so bei den meisten Screenshots oder Bildern generell, dann wird das einfach nochmal ein bisschen hervorgehoben und das ist eigentlich keine schlechte Sache. Also, na gut, egal. Nehmen wir mal den hier und schieben wir den mal dahin. So, den duplizieren wir jetzt und schieben den anderen da nochmal hin. Hier daneben, duplizieren das Ganze erneut, machen da eine Flamme hin, duplizieren das nochmal, das kann man hier ganz oft duplizieren, gar kein Thema, zack, machen wir da noch einen hin, so, duplizieren das nochmal, nochmal duplizieren wir das nicht, wir machen jetzt eine größere Flamme, Feuer, zack, so, Feuer, ja, das ist ein bisschen groß, wir wollen ja nicht, dass hier unten alles brennt. Oder? Wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen groß. Aber ist kein Problem, wir können es ja auch wieder kleiner ziehen. Ja, so, zack. So, so sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Wir machen das so ein bisschen flacher hier. Aber machen wir mal so. Und dann ziehen wir das mal hier. Ja, passt doch so, oder? Ja, das passt. Das sieht doch schon mal nach was aus.
So, dann können wir jetzt hier natürlich auch noch kleine Flammen. Dann machen wir hier einfach nochmal duplizieren, welcher auch immer das gerade war. Der hier. Wo machen wir denn nochmal ein Flämmchen hin? Machen wir hier nochmal ein Flämmchen hin? Da nochmal ein Flämmchen hin, oder? Ja, komm, da machen wir auch noch ein Flämmchen hin. So, dann haben wir hier jetzt schon mal ein bewegtes Bildchen. Hier oben sieht man ein paar Partikeleffekte. Da fällt mir auch was ein. Wir haben nämlich hier bei, da muss ich mal gucken, wo das hier war. Glutpartikel, ne? Jawohl, Glutpartikel, guck mal, dann haben wir mal hier so größere Glutpartikel, zack, genau. Und dann würde ich das Ganze gerne drehen. Ja, so sieht das doch schon. Ja, guck mal, so kann es doch bleiben. Wir könnten das theoretisch, wir machen es auch, glaube ich mal, noch ein bisschen oranger machen, weil, guck mal, hier machen wir das mal orange, weil die Partikel, die anderen Partikel hier, sind auch so ein bisschen orange. Und guck mal, so sieht das einfach schon mal viel besser aus nochmal. Damit aber noch nicht alles. Wir sehen ja hier, dass das eine verschneite Gegend ist. Das heißt, genau, dass wir hier einfach noch ein bisschen Schnee mit reinmachen. Schneepartikel haben wir auch mehrere zur Auswahl. Ja, es ist noch nicht so perfekt. Warte mal, vielleicht nehmen wir doch mal den größeren Schnee. Ich glaube, das ist cool, oder? Ich glaube, das lasse ich direkt so. Jo, das glaube ich, lasse ich direkt so. Ja, damit haben wir das nächste Ding fertig, Leute. Und gehen dann wieder auf Speichern hier oben, zack, dass wir das Ding einfach mal gespeichert haben. Gehen dann auf Veröffentlichen, zack, boom, Frostpunk, so, Genre, Spiel wieder natürlich, Game, so, Beschreibung. So, Altersbeschränkung natürlich wieder alle Altersgruppen, Sichtbarkeit öffentlich, Bildschirmfoto. So, nehmen wir mal ihn hier. Ja, das passt noch nicht so ganz. Warte mal, machen wir das so? So vielleicht? Nee, ich würde gerne den kompletten Dings drin haben. Ja, das war es fast. Ja, einen noch, warte. Jawohl, guck mal so, Enter, Bups. So, zack, dann ist er da drin. Und gehen auf Veröffentlichen. Das dauert wieder ein paar Sekunden. Dann können wir das Ganze wieder anpassen mit Beschriftung und so weiter und so fort. Und dann haben wir schon den nächsten Workshop-Inhalt drin. Jo. Leute, das soll es gewesen sein zu diesem Video. Kurz und knackig. Habt ihr mal gesehen, wie das funktioniert? Das ist wirklich eine einfache Sache, aber ja, ich kann es ja auch mal mit einem Video zeigen. Ne? Ich meine, warum auch nicht? Vielleicht hilft ja einer draußen ein bisschen weiter. Vielleicht habt ihr Lust, euch da selbst mal mit ein bisschen zu befassen. So sieht das Ganze denn hier aus. Zack. Ne? Nicht vergessen, hier wieder Beschriftung, Bilder und so weiter rein, ein paar Links rein und dann ist das Ganze auch wieder fertig. Ja, ich möchte mal ganz kurz zeigen, was für ein Dings ich mir erstellt hatte. Das hatte ich, glaube ich, auch schon einmal gezeigt hier, ne? Das ist nämlich er hier. Finde ich mega cool. Das ist der Hammer, oder? Das ist so geil. So, bei Frostpunk könnten wir jetzt natürlich auch noch im Nachhinein nochmal was bearbeiten, weil ich jetzt hier zum Beispiel keine Audiodatei drin habe. Das heißt, man hört jetzt hier nichts. Können wir jetzt zum Beispiel einfach mal gucken, ob wir irgendwo einen Schneesturm herkriegen vielleicht oder so. Oder ein Feuerbrandgeräusch irgendwie und das dann hier natürlich noch einbinden. Das geht alles, kein Problem. Werde ich auch noch machen im Nachhinein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst ein Däumchen da. Kleines Video. Und dann, macht's gut. Tschüss.